Willkommen bei onlinetutorium.com. Wir kommen zu 1.2 Vereinigung, Schnitt und Differenz von Mengen. Vereinigungen haben wir uns schon angekommen, also kommen wir zum, würde ich sagen, zum Schnitt von Mengen. Na, Schnitt von Mengen. Und auch hier wollen wir ein bisschen malen. Ich probiere es mal ordentlich zu unterstreichen. Kriege ich nicht hin. Okay, der Schnitt von Mengen. Wir nehmen zwei Mengen her. Sein x und Y Mengen. Und jetzt gucken wir uns an, was ist denn x geschnitten? Das geschnitten Zeichen ist das umgedrehte vereinigte Zeichen. Also sowas. X geschnitten Y. Und die Definition ist die folgende. Das ist die Menge bestehend aus allen Z, die die Eigenschaft haben, dass Z in der Menge x enthalten ist und Z in der Menge y enthalten ist. Ja, diese Definition unterscheidet sich also von der Vereinigung ausschließlich durch dieses Wort hier. Wir haben hier ein und, bei der Vereinigung haben wir ein oder. Okay, dieser kleine Unterschied ist aber wirklich ziemlich stark, wie wir an der Skizze sehen werden. Wir malen uns wieder eine Menge x hin, zum Beispiel diese hier, und eine Menge y. Und jetzt wollen wir den Schnitt ausmachen. Und der Schnitt, naja, das sind halt alle Punkte, die sowohl in x als auch in y drin sind. Also dieses Teil hier. Das hier ist x geschnitten y. Okay. Sieht schon ziemlich anders aus als bei der Vereinigung. Wir wollen uns jetzt ein paar Aufgaben, Entschuldigung, ein paar Beispiele angucken. Eine kleine Bemerkung erstmal, was wir sofort sehen, dass naja, dieser Schnitt hier, der ist ja sowohl in der Menge x enthalten, als auch in der Menge y. Also können wir schon mal sagen, das hier ist enthalten in der Menge x, y. Und mit x, y meine ich, das ist enthalten in der Menge x und es ist enthalten in der Menge y. Okay, Beispiele. Können wir uns mal ein paar ausdenken? Vielleicht fangen wir an mit was ganz einfachen und wir überlegen uns, was ist, sind denn die natürlichen Zahlen geschnitten mit den natürlichen Zahlen? Ja, in der Skizze wäre das sozusagen, wenn die natürlichen Zahlen die Menge x wären, dann wäre x die Menge, Entschuldigung, dann wäre das hier halt der Kreis oder diese Form würde den natürlichen Zahlen entsprechen und die gleiche Form nochmal. Und was passiert, wenn wir diese beiden schneiden? Naja, wir kommen auf die natürlichen Zahlen wieder. Vielleicht mache ich das mal mit einer kleinen Skizze hier. Wir gucken uns an. Ja, was ist denn, wenn wir hier diese Menge als natürliche Zahlen deklarieren? Und jetzt hat die grüne Menge, ja, ist genau das gleiche. Naja, wenn ich die jetzt beide schneide, lande ich natürlich wieder in der, oder erhalte ich die gleiche Menge. Ganz trivial. Wir gehen weiter und überlegen uns, wie ist es denn, wenn wir uns zum Beispiel das Folgende angucken, die natürlichen Zahlen geschnitten der ganzen Zahlen. Ja, das können wir ja wieder hinschreiben. Die natürlichen Zahlen sind 0, 1, 2 und so weiter. Und jetzt schneiden wir das mit der folgenden Menge, mit den ganzen Zahlen. Ja, die ganzen Zahlen waren der Punkt, 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 Komma, minus 2, minus 1. Jetzt mache ich das explizit mal hier in der Farbe. Oder schreibe ich es so hin? 0, 1, 2 und so weiter. Und dieser Teil hier, machen wir es mal mit dem hier. Dieser Teil hier, das ist ja gerade der Teil der natürlichen Zahlen hier. Das ist doch gerade das hier. Okay, das ist ja n hier. Und jetzt sehen wir, dass, naja, jetzt nehme ich alle Elemente, die hier drin sind und dort drin sind. Ja, das sind gerade die natürlichen Zahlen. Also kommt hier n raus. Der Schnitt der beiden ist gerade n. Okay. Vielleicht könnt ihr als Übung euch dazu mal die Skizze hinmalen. Das ist immer wichtig, dass man viel malt bei solchen Aufgaben. Als nächstes überlegen wir uns, was ist denn, wenn wir solche Namenmengen miteinander schneiden. Dann nehmen wir hier mal Jürgen. Und meinetwegen Hans. Und das schneiden wir mit der Menge Osama
Komma, was weiß ich, Fritz. Okay? Und das ist jetzt, naja, was? Ist ja, die beiden Namen sind ja jeweils nicht in dieser Menge enthalten, also kann hier nur die leere Menge rauskommen. Okay, genauso kann man sich mal fragen, was ist denn, wenn wir irgendeine Menge x mit der leeren Menge schneiden? Okay, dann ist das per Definition die Menge aller z, sodass z in x enthalten ist und dass z in der leeren Menge enthalten ist. Ja gut, aber es gibt kein Element in der leeren Menge, also gibt es auch kein Element, was in x und in der leeren Menge ist. Also kommt hier die leere Menge raus. Ist es immer so, schneiden wir ein Element mit der leeren Menge, dann kommt die leere Menge heraus. Man kann sich das auch so vorstellen oder als kleine Regel, vielleicht schreibe ich das hier in dieser Farbe hier mal hin, eine kleine Bemerkung. Ja, gilt, x ist enthalten in y, dann folgt, dass wenn wir x mit y schneiden, dann kommt die kleinere Menge bei raus. Ja, das gilt hier auch so, denn allgemein gilt, vielleicht mache ich hier eine zweite Bemerkung und die in schwarz, dass die leere Menge ist enthalten in jeder Menge. Das heißt, wenn ich irgendeine Menge mit der leeren Menge schneide, dann kommt immer wieder die leere Menge heraus. Okay, das soll an Beispielen genügen. Wir gucken uns noch niveauvollere Aufgaben an dazu. Wir werden noch weiter mit diesen Aufgaben spielerisch umgehen, um die noch weiter zu festigen mit diesen Begriffen. Eine Sache will ich noch erwähnen. Und zwar, wenn wir uns die Definition vom Schnitt angucken, hier, dann habe ich ja gesagt, ist ausschlaggebend hier das Wort und. Gehen wir mal zurück und gucken uns die Definition von der Vereinigung an. Da hatten wir hier dieses umgedrehte U. Also hier hatten wir das U, beim Schnitt haben wir das umgedrehte. Und hier haben wir das Wort oder. Ja, bitte darauf achten. Besonders in Aufgaben, wenn ihr das Wort oder hört, dann sofort an die Vereinigung denken. Und wenn ihr das Wort un hört, sofort an den Schnitt denken. Okay. Gut, im nächsten Video kommt noch die Differenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Online-Tutorium.com